Wenn die Mitarbeiter der Firma Karl anrücken, hat sie bereits ganze Arbeit geleistet. Valeska Mansfeld ist Innenarchitektin aus Leidenschaft und verantwortlich für die wunderbare Umgestaltung unserer Redaktion. Möbel wurden geschleppt, Lampen wurden befestigt und eine neue Tapete wurde angebracht. Valeska Mansfeld weiß genau, was zu tun ist, um Innenräume auf Vordermann zu bringen. Es ist sehr breit gefächert. Also ein Innenarchitekt deckt funktionale, technische, aber auch ästhetisch-gestalterische Themen ab, die den Raum betreffen. Um sich Innenarchitekt nennen zu dürfen, braucht man eine Eintragung in die Architektenkammer. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn die Eintragung ist an ganz bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So muss man einen Masterabschluss vorweisen können und 3 bis 4 Jahre Berufserfahrung haben. Als Innenarchitekt ist man ein Generalist. Das heißt, das macht Sinn, dass man sehr breit gefächert Fähigkeiten hat. Das fängt an über natürlich ein großes technisches Verständnis, aber natürlich auch ein Gespür für Gestaltung, für Farben und Materialien. Und man braucht ein Händchen für Menschen. Und dieses berühmte Händchen kann man ja bekanntlich nicht studieren. Das muss man in sich haben. Valeska Mansfeld hat es und meistert damit jede Herausforderung. Ja, die Herausforderungen sind eigentlich immer wieder neu. Also sprich, die Herausforderung ist eigentlich, dass man immer wieder mit neuen Menschen, mit neuen Nutzern, mit neuen Situationen konfrontiert ist und auch immer mit neuen Räumen. Also es ist nie gleich, es gibt keine Blaupause. Eine Herausforderung ist auch die ständige Veränderung der Trends. Die Vorlieben der Kunden bei der Inneneinrichtung sind so unterschiedlich wie die Trends selbst. Ist etwas heute in Mode, kann es nächsten Monat schon ganz anders aussehen. Aus diesem Grund muss man als Innenarchitekt immer up-to-date sein, was Stoffe, Farben, Muster und Formen angeht. Ja, natürlich ist ein Trend ablesbar und die Vorlieben der Kunden ändern sich über die Zeit. Aktuell ist gerade in unserem Business, also was die Office-Welt angeht, geht der Trend immer mehr dazu, dass man auf das Thema Kollaboration, Treffpunkte, Zusammenkunft im Büro, das wird immer wichtiger, dieses Thema. Stillstand und Langeweile gibt es für Innenarchitekten nicht. Das Berufsfeld ist sehr vielseitig und man kann sich kreativ ausleben. Genau deshalb liebt Frau Mansfeld ihren Beruf so sehr.